Was geht ab, Freunde? Heute geht es um Übungen, die ihr direkt schon nach der OP machen könnt. Viel Spaß dabei! Meine OP war vor 7 Tagen. Ich hatte zwischenzeitlich auch schon wieder 2 Termine bei meinem Orthopäden, wo ja Pflaster gewechselt worden sind, alles kontrolliert worden ist. Hatte jetzt auch meinen ersten Termin schon bei der Physiotherapie, wo wir ja Lymphdrainage hatten und allgemein an der Beugung gearbeitet haben. Mein Arzt hat mir aber auch ein Schema mitgegeben, was ich dem Physiotherapeuten geben sollte, wo sozusagen der Verlauf beschrieben ist vom Tag 1, was gemacht werden soll, bis ich wieder auf dem Platz stehen kann. Wenn ihr daran Interesse habt, schreibt es mir in die Kommentare, dann kann ich da auch mal demnächst näher drauf eingehen. Ich würde sagen, ich zeige euch auch mal einen direkten Vergleich jetzt von meinem operierten Knie und meinem gesunden Knie. Wie ihr sehen könnt, die Schwellung lässt langsam nach, ist aber natürlich immer noch am Start. Und wie ihr sehen könnt, kommt langsam auch die ganzen Blutergüsse zum Vorschein und das operierte Knie ist zusätzlich auch viel heißer aufgrund der OP. Zuallererst möchte ich natürlich sagen, dass jeder Körper anders ist. Ich hoffe aber, dass du aus diesem Video etwas mitnehmen kannst. Hör einfach auf deinen Körper, hör auf die Schmerzen. Schmerzen sind aber ganz normal. Ich kann dir versichern, dass bezüglich Kreuzband und Meniskus nichts passieren wird, da wir alle Übungen ohne Extragewicht ausführen und du somit dir keine Sorgen machen brauchst. Die Übungen werde ich natürlich auch mit meinem gesunden Knie vormachen, damit es verständlicher ist. Und dann würde ich sagen, let's go! Bei der ersten Übung konzentrieren wir uns erstmal nur auf die Fußspitze. Entweder ziehen wir sie ran oder strecken sie weit nach vorne. Das Ganze immer wieder im Wechsel. Ranziehen, strecken. Sollte das irgendwann uns zu blöd werden, weil wir uns schon satt trainiert haben, können wir hier eine leichte Kreisbewegung einbauen. Und dann natürlich auch nochmal in die andere Richtung kreisen. Diese Übung ist wirklich sehr gut, um hier wieder alles schön zirkulieren zu lassen, das Blut. Und auch schon wieder erste Übungen zu machen. Die können wir direkt nach der OP machen. Und das ist, wie gesagt, die erste Übung. Bei der zweiten Übung konzentrieren wir uns einmal auf die Streckung im Kniegelenk. Wir nehmen einmal die Hand, unterhalb der Kniekehle legen wir sie ab und dann gehen wir hier immer wieder in die Streckung und versuchen mit der Kniekehle Kontakt zu unserer Hand aufzubauen, weil wir das Bein sozusagen komplett durchstrecken und dann wieder kurz entspannen, komplett durchstrecken. Diese Übung ist sehr wichtig, weil man nach der OP meistens Probleme in der kompletten Streckung hat und dann arbeiten wir sozusagen frühzeitig dran, diesem Problem entgegenzuwirken, immer wieder strecken, kurz entspannen. Ich weiß, dass es mit dem verletzten Bein anders aussieht, aber hier immer wieder in die Streckung gehen, das ist die zweite Übung. In der dritten Übung versuchen wir einmal wieder die Oberschenkelmuskulatur bewusst ansteuern zu können. Wir versuchen uns nur auf die Oberschenkelvorderseite zu konzentrieren und hier immer wieder die Muskeln anzuspannen und dann wieder kurz zu entspannen. Es ist ganz normal, dass man erstmal nur die hintere Muskulatur spürt, weil hier vorne war, wie gesagt, gerade eine OP und das Knie signalisiert, hör mal, hier die Muskulatur, die will ich erstmal nicht aktivieren, weil, wie gesagt, hier noch alles entzündet ist. Aber hier wirklich entgegenwirken, immer wieder kurz versuchen anzuspannen und dann wieder zu entspannen. Und es ist ganz normal, auch wenn ihr nur minimale Fortschritte spürt, ihr müsst euch vorstellen, jeder Marathon beginnt mit dem ersten Schritt und wir versuchen jetzt gerade hier die ersten Schritte zu gehen und immer wieder die Muskulatur anzuspannen und dann wieder kurz zu entspannen. Kommen wir auch schon zur vierten und letzten Übung dieser Reihe. Bei dieser Übung ist es so, dass ich das Ganze mit meinem kaputten Bein auch vormache, da es sonst, glaube ich, zu kompliziert rüberkommen könnte. Wir achten darauf, dass wir das Ganze im Sitzen ausführen. Unsere Kniekehle sollte immer wieder hier an der Kante sein, unseres Stuhls, Sofas oder worauf immer wir auch gerade sitzen. Wir nehmen unser gesundes Bein als Stütze unterhalb des kaputten Beins, unterhalb der Achillessehne ungefähr und halten das Ganze hier erstmal, wenn möglich, in der kompletten Streckung. Die erste Variante ist jetzt, dass wir unser kaputtes Bein langsam nach unten führen, natürlich weiterhin geführt von unserem gesunden Bein. Gehen wir immer wieder nach unten, bis wir hier wirklich an einem Punkt sind, wo es leicht wehtut. Hier halten wir das Ganze dann kurz und kommen wieder nach oben. Ich kann euch nochmal garantieren, hier kann im Meniskus bzw. am Kreuzband nichts kaputt gehen, weil wir hier, wie gesagt, nicht mit Extragewicht arbeiten und hier einfach nur die Schwerkraft auf uns wirken lassen. Wir gehen immer wieder langsam nach unten, hier in die Beugung und dann wieder langsam nach oben. In den ersten 2 Wochen darf man bis 60 Grad in die Beugung gehen, aber ihr müsst euch vorstellen, ich bin noch lange nicht bei 60 Grad. Aber wie gesagt, auch ein Marathon beginnt mit dem ersten Schritt
Und die versuchen wir hier mit dieser Übung auf jeden Fall zu gehen. So, das ist die erste Variante. Die zweite Variante ist, dass wir das Ganze auf einer gewissen Beugung halten und somit wieder bewusst unsere Oberschenkelmuskulatur steuern und versuchen auch zu aktivieren. Wir halten das Ganze hier und dann versuchen wir hier das Ganze zu halten. Das ist echt sehr, sehr schwer und halten das Ganze hier. Hier ist wirklich wichtig, bewusst Spannung, Oberschenkelmuskulatur, weiterhin euer gesundes Bein unterhalb der Achillessehne oder Ferse als Schutz sozusagen, dass ihr es nicht fallen lasst und das Ganze dann halten. Die dritte Variante ist wirklich das Nonplusultra hier. Wir versuchen immer wieder nach oben in die Streckung und nach unten in die Beugung zu kommen. Alles natürlich aktiv, ohne Hilfe. Steuern hoch, gestreckt und langsam wieder runter. Wieder langsam nach oben. Ich weiß nicht, ob ihr das hier gerade seht. Mein Oberschenkel ist komplett am Zittern. Aber das ist, wie gesagt, wirklich gut, weil dann hier wieder alles aktiviert wird. Langsam runter und dann auch wieder nach oben. Diese Übungen könnt ihr, wie gesagt, so oft wie möglich am Tag machen. Gebt alles. Lasst den Kopf nicht hängen, wenn vielleicht diese Übung jetzt gerade noch nicht klappt. Ich bin die auch schon, wie gesagt, immer wieder am Trainieren und niemals aufgeben. Ja, das war die vierte und letzte Übung. Bei mir wird es von Tag zu Tag besser und ich kann euch nur eins sagen, lasst den Kopf nicht hängen, versucht immer wieder dran zu arbeiten, die Übungen den kompletten Tag lang zu machen, also immer wieder einzubauen, ob ihr gerade Fernsehen schaut oder einfach nur auf der Couch chillt, versucht immer wieder etwas zu machen und eine wichtige Message, versucht nicht besser zu sein, als ich es in dem Video bin, sondern versucht besser zu sein, als du es gestern warst und dann bist du relativ schnell wieder fit. Und dann würde ich sagen, lass ein Abo da, bewerte das Video, schreib mir Feedback in die Kommentare, wir sehen uns beim nächsten Mal, ciao.